Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich heute wieder mit euch hier im Meeting zu sein, in dem Kurs der Heilige Geist und seine Führung. Und wir verbinden uns jetzt erst einmal einige Sekunden mit Geist, indem wir uns mit dem Bruder verbinden. Ja, vielen Dank erstmal für die Verbindung im Geist. Dann kommen wir jetzt zu der ersten Feedback-Runde für heute. Dann fangen wir mit der Brigitte an. Brigitte, wie fühlst du dich denn jetzt in diesem Augenblick? Ja, ich habe heute schlechte Laune. Mir so ein bisschen schlecht, passend zur schlechten Laune. Bin auch noch nicht so verbunden wie sonst, habe ich den Eindruck. Also ist alles so ein bisschen zäh. Ja. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen dazu. Dann danke für das Feedback, Brigitte, und wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Kommen wir zu dem nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig. Ein leichtes Kribbeln im Körper. Gut, neutral. Ja, einfach entspannt. Und ja, genau. Danke. Ja, danke Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und mit deinem Feedback. Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank für das Verbinden euch allen. Und wir kommen zu dem nächsten Feedback. Ihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Sind doch so ein paar Gedanken im Hintergrund. Aber ich fühle mich ruhig.
bin ruhig neutral, so ungefähr. Ja, danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Und wir kommen zu Thomas. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? So, jetzt geht's. Ich habe die Stummschalt-Taste gefunden. Ja, ich fühle mich gut, danke. Ich fühle mich ein bisschen erleichtert. Ich fühle mich aber friedlich und freue mich, dass ich jetzt mit euch diesen Kurs machen kann. Ich bin ganz ruhig jetzt. Danke. Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Wir kommen jetzt noch zu meinem Feedback. Ich fühle mich jetzt auch innerlich wohl. Es war heute Morgen auch wieder etwas schwieriger Start. Es ist alles noch ein bisschen vernebelt, aber es geht so langsam. Reiht sich alles gerade. Leuchtet so alles wieder weg, alles, was da nicht hingehört, wird wieder ersetzt von dem, was wahr ist. Der Wechsel der Wahrnehmung geschieht gerade wieder so im Geist. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da den Heiligen Geist so habe, dass wir jeder den haben. Und das war es von mir. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit meinem Feedback, mit mir. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Jetzt freue ich mich schon wieder auf den Kurs in Wundern, hier weiterlesen, weiter erklären. Ja, und jetzt sind wir hier immer noch im Kapitel 4, die Illusion des Ego, römisch 7, Schöpfung und Kommunikation. Und wir sind bei der Nummer 7, also Absatz 7. Ich lese jetzt wieder langsam vor, ihr könnt euch einfach da jetzt rein entspannen. Gott hat dein Reich für dich bewahrt, aber er kann seine Freude nicht mit dir teilen, solange du sie nicht mit deinem ganzen Geist erkennst. Offenbarung ist nicht genug, weil sie nur Kommunikation von Seiten Gottes ist. Gott hat es nicht nötig, dass ihm die Offenbarung zurückgegeben wird, was eindeutig unmöglich wäre, aber er will, dass sie anderen gebracht wird.
das kann man mit der eigentlichen Offenbarung nicht tun. Der Inhalt kann nicht ausgedrückt werden, weil er dem Geist, der sie empfängt, zutiefst persönlich gilt. Er kann jedoch von jenem Geist anderen Geistern zurückgegeben werden. Durch die Haltung, die die Erkenntnis aus der Offenbarung mit sich bringt. Das war der Absatz 7. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit diesem Absatz. Ja, vielen Dank für das Verbinden im Geist. Kommen wir jetzt zur zweiten Feedback-Runde. Brigitte, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Ja, es gibt da so eine Gedankenaktivität. Ich kann es aber gar nicht genau benennen, worum es sich dreht. Also es hat schon was mit dem Text zu tun. Die lässt jetzt allmählich nach. Auch so der Fokus so auf so körperliche Symptome wie so Übelkeit und so. Das geht auch zurück. Also es klärt sich so mehr und mehr in mir. Ja, da bin ich so auf dem Weg in die Klärung hinein. So ist es am besten beschrieben, finde ich. Ja, das war's. Danke, Brigitte. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und in deinem Feedback. Ja, dann kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig. Entspannt. Ich habe so das Gefühl, es strömt so alles in mich rein und wieder raus und es hat so eine Neutralität. Ja, anders kann ich das gerade gar nicht benennen. Aber es fühlt sich weich an und entspannt und friedvoll.
Das ist wieder freudvoll. Ja, danke, Sabine. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, so ein tiefer Sinken, das ist sehr wohltuend. Genau, und ich würde sagen, immer noch neutral, angenehm neutral. Ja, vielen Dank, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Ja, kommen wir zu Thomas. Thomas, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Thomas, hast du schon dein Mikrofon freigeschaltet? Ich muss das scheinbar immer manuell machen, keine Ahnung, ob man das auch ändern kann. Naja, ich fühle mich gut. War ganz interessant, was die Sabine auch gesagt hat. Das ist irgendwie, es zieht in einen rein, das von gestern irgendwie so ein bisschen dieses Himmelreich haben sein Ding zieht an einen rein. Und der Text hat gut getan, weil irgendwie habe ich mich jetzt aufgefordert gefühlt, das durch mich durchströmen zu lassen und anderen mit zu teilen. So, und dadurch kann es komplett mehr durchfließen. So das, was so ein bisschen gekommen ist. Ein bisschen aufgewühlt fühle ich mich auch, aber eigentlich sehr gut. Ja. Ja, danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, vielen Dank für das Verbinden im Geist. Wir kommen noch zu meinem Feedback. Ja, ich bin zwischendurch jetzt immer noch mal so abgelenkt gewesen. Und zwar habe ich Gedanken von gestern plötzlich im Geist gehabt. Und dann habe ich aber so erkannt, ach, das ist ja von gestern. Das brauche ich mich ja gar nicht mehr mit zu beschäftigen. Das ist ja nicht das Hier und Jetzt. Dann sind die auch wieder verschwunden. Und dann sind aber noch mal ein paar aufgetaucht. Also mir ist so von gestern was. Ich habe also auf eine Situation von gestern geschaut, die ich so in der normalen Perspektive gesehen habe. Und das habe ich jetzt irgendwie so von oberhalb noch mal angeschaut. Und dann konnte ich irgendwie so einige Sachen verstehen, wieso die gestern so und so gelaufen sind. Aber dennoch hat es
nützt es mir ja nichts. Also es ist ja einfach gestern. Das Gestern existiert nicht mehr, also muss ich mich damit gar nicht beschäftigen. Ja, ich fühle mich auch währenddessen ruhiger und mehr mit mir und mit Gott verbunden. Ich spüre so das Leuchten, dass weiter irgendwie etwas hinweggeleuchtet wird, was ich gar nicht brauche, was gar nicht wahr ist. Und dafür bin ich weiterhin dankbar, weil ich erfreue mich an diesem Prozess. Wir verbinden uns einige Sekunden in meinem Feedback. Vielen Dank für das Verbinden. Ja, mir wird immer wieder klar, es ist einfach dieses Wegleuchten lassen. Das hat schon was. Also das ist eine Eigenschaft, die der Kurs so mit sich bringt. Und so den Geist immer wieder frei zu kriegen. Ja, zu diesem Thema Stummschaltung. Also ich gehe immer noch mal im Nachhinein hin und schalte dann nochmal die einzelnen Mikrofone auf stumm, weil ansonsten sich Hintergrundgeräusche nachher so mit in die Aufnahme reinsetzen. Okay, wir kommen jetzt hier zu der Erklärung von Kapitel 4, die Illusion des Ego, Römisch 7, Schöpfung und Kommunikation, Absatz 7. Gott und dein Reich, Gott hat dein Reich für dich bewahrt. Ja, das ist ja eine frohe Botschaft, weil es nicht so wäre, ja, dann wären wir jetzt auf ewig unserer eigenen Hölle ausgeliefert, die wir uns hier gemacht haben. Aber Gott hat dein Reich für dich bewahrt, also hat es aufbewahrt. Kann also nichts passieren. Es ist einfach so, dass wir lediglich uns selbst mit irgendetwas anderem ablenken und beschäftigen, was nicht das Reich Gottes ist, aber das Reich Gottes, was du selber bist und was du dadurch auch hast, indem du auch dadurch da drin bist, die ganze Zeit, ist immer da und bleibt bewahrt. Und er hat es für dich bewahrt. Und du kannst dich weiterhin ablenken oder du kannst jetzt für dich dir darüber klar werden, da einfach drin zu sein oder damit zu sein oder das Selbst zu sein, dieses Himmelreich. Aber er kann seine Freude, also er hat offensichtlich eine Freude zu geben, er kann seine Freude nicht mit dir teilen. Also aus irgendeinem Grund kann er seine Freude nicht mit dir teilen, aber es wird sich jetzt zeigen, woran das liegt. Das liegt scheinbar nicht an ihm, sondern es liegt einfach an mir, also an der Schöpfung oder an dem Sohn Gottes. Solange du sie nicht mit deinem ganzen Geist erkennst, ja, da wir immer noch einen winzigen gespaltenen Geist haben, also uns immer wieder als irgendetwas anderes wahrnehmen, als das, was wir sind, als ein Körper, der in der Welt eine Rolle hat, der eine Traumfigur in der Welt ist. Also wir wähnen uns in der Welt als eine Traumfigur. Und dann haben wir einen gespaltenen Geist und hier steht, nicht mit deinem ganzen Geist erkennst. Also ein Teil von unserem Geist erkennt schon die Freude Gottes. Wir können ja auch schon ganz große Teile in der Schau Christi sein und die Freude Gottes annehmen. Und dann sind wir ja auch in der Freude. Das kennen wir ja schon bereits auch ganz gut und ausgiebig. Aber es gibt immer noch so winzige Anteile und Momente, in denen wir uns da immer noch weigern. Und das ist immer noch der gespaltene Geist.
Offenbarung ist nicht genug. Ja, also das ist ja die Offenbarung, die wir hier letzten Endes jetzt durch diesen Kurs erleben. Hier offenbart sich Gott uns, er zeigt sich und dadurch kommen wir in die Erkenntnis. Wir sind natürlich aber auch mit einem Teil unseres Geistes, der schon erkennt. Sind wir schon bereits in der Erkenntnis? Wir müssen nur, da muss nur dieser abgelenkte Teil, muss da wieder zusammenschmelzen mit dem echten Teil. Und dann verschwindet der illusionäre Teil. Mehr ist es nicht. Da muss es einfach wieder was weggeleuchtet werden. Also Offenbarung ist nicht genug, weil sie nur Kommunikation von Seiten Gottes ist. Also hier ist es wichtig, mein Teil ist eben auch wesentlich für Gottes Heilsplan, was auch ein Leitsatz aus dem Übungsbuch später ist. Also es reicht nicht aus, wenn Gott sich nur offenbart, sondern von meiner Seite muss auch etwas geschehen. Ich muss auch etwas machen und da kommen wir noch zu, das ist diese kleine Bereitwilligkeit, also es ist dieses Öffnen in Richtung Gott, sich leicht öffnen, aber da müssen wir dann wieder aufpassen, dass wir das nicht zu viel machen, weil dann ist es wieder Ego motiviert und wenn es Ego motiviert ist, dann geht es schon wieder in die falsche Richtung. Also da werden wir jetzt wirklich geführt an dieser Stelle, wie dieses Öffnen geht, wie dieses Öffnen im Geist wirklich vonstatten geht, wie wir da geführt werden vom Heiligen Geist. Gott hat es nicht nötig, dass ihm die Offenbarung zurückgegeben wird. Jetzt könnten wir ja denken, ah ja gut, wenn Gott sich offenbaren will, dann müssen wir ihm ganz viel zurückgeben, damit das auch wirklich gerecht ist. Aber es ist eben nicht so, sondern es geht hier darum, dass wir nur bereit sein sollen, es zu empfangen. Wir sollen uns nur öffnen und es empfangen und es allenfalls unseren Brüdern weitergeben, also uns zu Gott hin öffnen und dann zu unserem Bruder öffnen und da auch dann die Ausdehnung weiter sich ausdehnen lassen und dann in dem Bruder wiederum Gott erkennen. So funktioniert es letzten Endes. Also es dehnt sich aus. Von mir zu dir, zu allem, was da ist, sozusagen. So könnte man es nennen. Gott hat es nicht nötig, dass ihm die Offenbarung zurückgegeben wird, was eindeutig unmöglich wäre. Also es ist unmöglich, Gott etwas zurückzugeben. Das geht gar nicht. Aber er will, dass sie anderen gebracht wird. Ja, da steht es doch, dass sie anderen gebracht wird. Also, das heißt, du sollst sie deinem Bruder geben. Du sollst nicht in deinem Bruder etwas anderes sehen als den Christus, sondern du sollst in deinem Bruder eben den Christus sehen und wiedererkennen, weil du ja dich öffnest und weil du ja die Liebe Gottes annimmst, dehnst du die Liebe Gottes aus und dann kannst du in deinem Bruder nur noch das erkennen, was du erkennst. Du erkennst dann Gott in allem und in jedem wieder. Also dein Traum vergeht, indem das geschieht. Und wird von einem anderen Traum ersetzt, von diesem Traum der Erlösung. Das passiert dann alles augenblicklich. Das ist die Augenblicklichkeit der Erlösung. Das geschieht alles in einem heiligen Augenblick. Den müssen wir üben, diesen heiligen Augenblick. Der geschieht nur im Hier und Jetzt. Da dürfen wir uns nicht in die Vergangenheit ablenken lassen. Ich weiß, das ist immer wieder das Gleiche und das ist ganz einfach, aber dennoch tun wir uns ja schwer und deswegen muss es mal wiederholt werden. Ich habe es ja gerade eben auch wieder erlebt, dass meine Gedanken in die Vergangenheit, also ins Gestern abgeschweift sind, statt einfach im Hier und Jetzt mit euch hier in der Verbindung zu sein, habe ich dem Geist zugehört, was gestern war. Aber was soll das? Gestern ist gestern.
Das kann man mit der eigentlichen Offenbarung nicht tun. Also die eigentliche Offenbarung, ja, was ist das? Die eigentliche Offenbarung, die ist, das ist einfach nur, dass Gott einfach seine Liebe zu allem, was da ist, ausdehnt. Aber hier brauchen wir ja eben unsere Beteiligung in dem Sinne, dass wir unseren Geist auf Gott ausrichten und uns öffnen. Das ist hier jetzt von uns gefordert. Der Inhalt kann nicht ausgedrückt werden, weil er dem Geist, der sie empfängt, zutiefst persönlich gilt. Er kann jedoch von jenem Geist anderen Geistern zurückgegeben werden. Durch die Haltung, die die Erkenntnis aus der Offenbarung mit sich bringt. Ja, hier war das jetzt nochmal, was ich jetzt länger ausgedehnt erklärt habe, auch nochmal in diesen Worten ausgedrückt. Wir verbinden uns einige Sekunden in der Erklärung. Und schauen in uns, wie diese Öffnung gerade jetzt in diesem Augenblick vom Heiligen Geist in uns geschieht, wie wir geführt werden. Genau, und jetzt schauen wir uns das Feedback an. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, jetzt fühle ich mich ruhig und entspannt. Und in Frieden. Ja, damit fühle ich mich jetzt gut. Die Peli, die hat auch ihren Kommentar noch zu abgegeben. Ja. Immer ein Double Feedback bei euch. Gut, dann verbinden wir uns einige Sekunden in eurem Feedback. Vielen Dank für das Verbinden. Sabine, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Ruhig. Also ich spüre im Bauch und im Herzbereich, fühlt sich das an, als ob eine warme Flüssigkeit einläuft. Also vorher war es neutral, jetzt wird es irgendwie warm. Nah, persönlich. Gemeint. Ich fühle mich gemeint. Also es, nicht, dass das vorher nicht war, aber jetzt wird es mir bewusst. Das löst Freude auf, aus. Ein Lächeln in den Mundwinkeln, eine Wärme auch im unteren Gesichtsbereich. Mir wird auch warm, eben habe ich ein bisschen gefroren und überlegt, ob ich mir eine Jacke holen soll. Und jetzt ist das weg, jetzt ist mir warm. Danke. Ja, danke Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir, deinem Feedback. Ja, vielen Dank für das Verbinden im Geist. Nihira, bist du noch da?
Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, also das ist irgendwie so ein beglückendes Gefühl, dass die Offenbarung mit dem Bruder geteilt werden kann, mit den anderen Geistern. Und das habe ich gestern, war so ein Moment, wo ich das so ganz deutlich erlebt habe. Und das war irgendwie wie so eine freudige Überraschung. Wow, wie schön. Also ja, das war unheimlich hilfreich für den Bruder. Und so die ganze Situation wurde dadurch so für alle, die da waren, wie so erlöst. Da kam so ein Erlösungsgefühl, so ein Glücklichsein irgendwie auf. Das war sehr schön. Und das ist jetzt auch schön, das nochmal so zu hören, auch von dir erklärt zu hören. Und das fühlt sich, ja, so eine Beglückung ist das. Da auch nochmal dran erinnert zu werden, hatte ich schon wieder vergessen. Danke. Ja, danke Nihira. Und wir verbinden uns auch jetzt wieder einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Wir wieder zum Thomas. Thomas, ich schalte dich jetzt wieder auf laut. Hab schon gemacht. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich gut. Ich genieße das zuzuhören. Hatte aber auch einige störende Gedanken, die mich zwischendurch ein bisschen abgelenkt haben jetzt. Versucht, die wegzuschieben. Und ich fühle mich weiterhin gut. Es ist irgendwie sehr präsent alles. Ein bisschen durchlöchert durch den einen oder anderen Gedanken, aber die müssen halt dann irgendwie weg. Ja, das ist es eigentlich. Ja. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns weiterhin mit dir in deinem Feedback. Eine Sekunde. Und wir kommen noch zu meinem Feedback. Ja, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Ja, es ist einfach ganz viel Stille da. Mehr Bewusstsein, also ich komme mehr hier so ins Hier und Jetzt an. Ich nehme noch mehr wahr, ja, zum Beispiel draußen ist total super Wetter, das sehe ich jetzt gerade. Und auch schon wieder Freude auf. Und während eben auch die Feedbacks so liefen, da war mir irgendwie klar, ja, jetzt muss eigentlich Freude kommen. Und es hat sich ja auch dann auch schon gezeigt. Und das habe ich dann auch in mir schon gefühlt. Jetzt ist es wieder so ein bisschen neutraler geworden, aber ich denke, das wird sich noch wieder zeigen, die Freude. Wir verbinden uns weiterhin mit meinem Feedback. Ja, dann vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir machen eine kurze Pause. Ich drücke hier auf die Stopptaste und wir sehen uns im nächsten Augenblick wieder. Ja, hallo ihr Lieben. Dann sind wir ja jetzt zurück aus der Pause und wir kommen zu der Vorlesung von Absatz 8 aus dem Kapitel 4, die Illusionen des Ego. Römisch 7, Schöpfung und Kommunikation, Seite 71 aus dem Blauen Buch, erschienen im Goldhof Verlag. Ein großes Wunder.
Gott wird jedes Mal gepriesen, wenn irgendein Geist lernt, ganz und gar hilfreich zu sein. Das ist unmöglich, ohne ganz und gar harmlos zu sein, weil die beiden Überzeugungen nebeneinander bestehen müssen. Die wahrhaft Hilfreichen sind unverletzbar, weil sie ihre Egos nicht schützen und sie somit nichts verletzen kann. Ihre Hilfsbereitschaft ist ihr Lobpreis Gottes. Und er wird ihren Lobpreis erwidern, weil sie so sind wie er und sie gemeinsam frohlocken können. Gott geht hinaus zu ihnen und durchdringt sie. Und große Freude herrscht im ganzen Himmelreich. Jeder Geist, der anderen Geistes wird, mehrt diese Freude durch seine individuelle Bereitwilligkeit, an ihr teilzuhaben. Die wahrhaft Hilfreichen sind die Wunderwirkenden Gottes, die ich anleite, bis wir alle in der Freude des Himmelreichs vereinigt sind. Ich werde dich überall hinführen, wo du wahrhaft hilfreich sein kannst. Und zu jedem hin, der meiner Führung durch dich folgen kann. Wir verbinden uns einige Sekunden in diesem Absatz und ich muss den Stecker einstecken. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist und wir kommen zu dem vorletzten Feedback für heute. Thomas, ich habe dich laut geschaltet. Wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut. Der Absatz hat ein bisschen was in mir hervorgeholt, was mein Ursprungsgedanke oder Ursprungsmotto ist. Diese Harmlosigkeit, sich nicht vor Leuten schützen zu müssen. Was ich eigentlich auch so fühle, aber was bei dieser Welt ein bisschen, in dieser Welt ein bisschen schwierig ist. Das hat das so ein bisschen diese Sache wieder aufgewühlt. Ja, dass man das eigentlich super, wenn man das immer hinkriegen würde, dass man komplett offen sein kann und damit auch hilfsbereit sein kann. Da habe ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber ich fühle mich weiterhin gut und ich fühle mich weiterhin eingebunden und fließt weiterhin gut durch mich durch. Ja. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir und
mit deinem Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung. Brigitte, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Ja, mir geht es so ein bisschen so ähnlich wie dem Thomas. Während des Vorlesens sind da auch so einige Szenarien, sag ich mal, so aufgeploppt und mich auch so ein bisschen Fragen so drumherum gewoben. Aber es hat sich also fast gleichzeitig auch immer wieder aufgehoben. Also das, was ich da drumherum gestrickt habe. Also, ja, und jetzt fühle ich mich ja wieder entspannter, präsenter, friedlicher. Ja, bin auch gespannt auf die Erklärung. Ich glaube, die kommt ja erst noch, ne? Oder? Ja. Ja, definitiv. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir im Geist, in Feedback. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, auch ruhig. Tatsächlich hat mich wie Brigitte und Thomas eben auch dieser Absatz des beschäftigt, dieses wahrhaft hilfreich sein, indem ich wahrhaft, also vollkommen harmlos bin. Und ja, mir kam, dass ich das dann eigentlich schon ziemlich präsent habe und dann kam mir aber wirklich auch total zu 100% und jedes kleinste Fitzelchen, wo ich es noch nicht bin, aufspüren. Als ob das tatsächlich, ich meine, der Kurs ist immer kompromisslos, aber so ein Punkt ist, wo es nochmal spürbar wurde, 5 gerade sein lassen geht nicht. Das muss echt sattelfest sein, auch wenn vielleicht die Person, an der ich mich da gerade übe, das scheinbar gerade überhaupt nicht macht. Warum auch immer. Und ja, also da jeden Fitzel in jedem Moment meines Lebens immer aufspüren, wenn mich das halt beschäftigt. Also im Moment beschäftigt mich das nicht, aber es ist mir wieder was hochgekommen, was mich halt sehr lange beschäftigt hat. Danke. Ja, vielen Dank, Sabine. Dann verbinden wir uns mit dir in deinem Feedback einige Sekunden lang. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Kommen wir dann noch zur Nihira. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, also ich nehme hier so die warme Sonne wahr, die auf meinen Rücken scheint und höre so ein leichtes Plätschern von so einem Brunnen. Und jetzt kommt hier gerade so ein Hundi vorbei, der mich anschnüffelt. Morgen.
Ein kleiner süßer rauher Dackel. Ja, und ansonsten sind irgendwie eigentlich gar keine Gedanken da. Es ist irgendwie so ein grenzenloses Gefühl. So, ich spüre nicht so die Grenzen vom Körper. Ja, so. Ja, dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, danke für die Verbindung im Geist. Kommen wir jetzt zu meinem Feedback. Ja, es ist noch mal so eine Sekunde mehr dazugekommen in meinem Leben. Das potenziert sich natürlich unendlich. Ja, so langsam verstehe ich, was wahrer Reichtum ist. Also da ist nochmal so ein bisschen mehr Raum oder Zeit, aber es gibt ja keinen Raum und Zeit, aber so noch mehr Ewigkeit für die Ewigkeit gekommen. Noch mehr Bewusstsein dafür und ich nehme mir auch jetzt die Zeit dafür, mich genau in diese Nische da so noch mehr reinzugeben. Es fühlt sich gerade ganz gut an. Das ist nochmal so ein ganzes Stück mehr Bewusstheit. Damit verbinde ich mich jetzt schön im Feedback, in der Verbindung. Ja, vielen Dank. Für das Verbinden im Geist. Kommen wir jetzt zu der Erklärung von Ein Kurs in Wundern, verschiedene Leute, Verlag, das blaue Büchlein, Kapitel 4, die Illusionen des Ego, römisch 7, Schöpfung und Kommunikation, Absatz 8, was der letzte Absatz in diesem Kapitel ist, auf der Seite 71. Eine Vorschau schon mal. Nächstes kommt das Kapitel 5, das heißt Heilung und Ganzheit. Fängt dann auch mit einer Einleitung an. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Hier und Jetzt und gehen die Nummer 8 mal durch. Ich stärke mich erstmal einem Schluck Latte Macchiato. Fangen wir hier ganz gemütlich an zu erklären. Gott wird jedes Mal gepriesen. Ja, wir hatten ja eben schon, oder wann war das? Ja, hier oben, gestern war das. Das bedeutet wohl kaum, dass du zu ihm sagen sollst, wie wunderbar er ist. Also dadurch wird er nicht gelobt. Wenn du immer wieder im Geist wiederholst, ja, du bist so wunderbar, du bist so ein toller, großer Gott. Das mag zwar schön für dich sein, wenn du das machst, aber darum geht es hier nicht. Gott wird jedes Mal gepriesen, so und jetzt kommt, das ist ja hier Preisen, Lobpreisen. Wenn irgendein Geist lernt, ganz und gar hilfreich zu sein, was das bedeutet, dieses ganz und gar hilfreich zu sein, dieser Sache kommen wir jetzt hier in diesem Absätzchen näher. Das ist unmöglich, ohne ganz und gar harmlos zu sein. Und hier wird es schon auf den Punkt gebracht, ganz und gar harmlos sein. Das heißt also, wir kennen das ja vielleicht so in diesen Filmen, wo diese Menschen ohne Waffen kämpfen, nur mit ihren Händen und Füßen und so weiter. Aber hier geht es ja nicht nur darum, dass du
dass du nicht nur ohne Waffen kämpfst, sondern es geht darum, dass du gar nicht kämpfst, dass du komplett wehrlos bist. Was bedeutet denn überhaupt Wehrlosigkeit? Das bedeutet jetzt nicht nur, dass wir die Arme nicht heben zur Verteidigung, sondern es geht noch viel weiter. Es geht ja um das Denken. Darüber müssen wir uns klar werden. Es geht um unsere Gedanken. Es geht um unser Denksystem. Was machen wir da in unseren Gedanken mit dem Bruder manchmal? Überlegt euch das mal, was da los ist. Was da für Kriege stattfinden manchmal. Da findet so einiges statt. Bis hin zum Mord. Und im Kurs wird unter anderem auch gesagt, und das stimmt auch, das habe ich tiefer verstanden, wenn wir jemanden im Geist umbringen, dann wiegt das genauso schwer, als wenn wir jemanden physisch töten. Das sollten wir nicht dabei vergessen. Das ist also nicht so, wie wir glauben hier in der Welt, ja, ich kann hier denken, was ich will. Und wenn ich einen nicht leiden kann, dann ermorde ich den im Geist so oft ich will. Das ist jedes Mal auch Selbstmord. Gut, aber jetzt nochmal zurück zur Wehrlosigkeit. Das ist unmöglich, ohne ganz und gar harmlos zu sein. Also es ist unmöglich, ganz und gar hilfreich zu sein, ohne ganz und gar harmlos zu sein. Und das ist doch wohl eine reichlich große Aufgabe, ganz und gar harmlos zu sein in dieser Welt, wie wir sie einst wahrgenommen haben, muss ich jetzt schon sagen. Also jetzt nehmen wir sie ja schon anders wahr. Aber wir rutschen ja doch noch immer mal so eine Sekunde ab und nehmen sie doch schon mal wieder als eine Bedrohung wahr. Und da kommt es dann darauf an, wenn wir uns bedroht fühlen, dass wir jetzt in der Wehrlosigkeit sind. Also dass wir darauf nicht reagieren. Das war damals, als Jesus gesagt hat, ja, wenn dich einer auf die linke Wange haut, dann halt ihm auch die andere noch hin. Dieser Spruch ist damit gemeint, mit vollkommen harmlos sein. Also lass es einfach über dich ergehen und dann wirst du merken, der Angriff ist auf einmal futsch. Der vergeht in nichts. Und das ist das, uns hier der Heilige Geist beibringt, indem er uns führt, wie Gott letzten Endes ist. Gott ist komplett wehrlos und harmlos. Es gibt also nicht diesen Gott, der die Welt unter Wasser setzt und der Zorn Gottes und so weiter. Ja, wenn uns der Heilige Geist zeigen will, was Harmlosigkeit bedeutet, was dann vollkommene Hilfreichigkeit ist und uns dann gleichzeitig sagen möchte, so ist dein Vater, dann will er uns damit auch die Angst nehmen. Er will uns damit auch sagen, du brauchst keine Angst vor dem Schöpfer, vor deinem Vater zu haben, weil er ist vollkommen harmlos. Und genau das ist in diesem Lernprozess auch mit enthalten. Das heißt, wir verlieren dadurch auch die Angst vor Gott und sind dann auch bereit, uns ihm gegenüber zu öffnen, der uns nur Liebe geben will. Wir können dann bereitwillig werden, die Liebe Gottes zu empfangen. Also wir brauchen es erstmal selbst, in die Harmlosigkeit zu kommen, um die Liebe Gottes empfangen zu können. Das ist das, was eher so im Großen und Ganzen im Kurs eigentlich so passiert. Weil die beiden Überzeugungen nebeneinander bestehen müssen, also diese Überzeugung der Hilfreichigkeit, der vollkommenen Hilfreichigkeit, muss neben der vollkommenen Harmlosigkeit bestehen bleiben. Ja, wie soll ich denn sonst jemandem helfen? Ich kann ja niemanden gegenüber hilfreich sein, wenn ich ihn komplett zwinge,
zu irgendetwas. Also sozusagen zum Glück zwingen oder sowas. Ne? Das wollen wir immer so gerne machen. Ne? Aber das, die wahrhaft Hilfreichen sind unverletzbar. Jetzt kommen wir aber auch nochmal dazu, dass es hier auch darum geht, in die Unverletzbarkeit zu kommen, durch diese Wehrlosigkeit. Also wenn wir diesen Glaubenssprung schaffen, vollkommen harmlos und vollkommen wehrlos zu sein, dann sind wir auch vollkommen unverletzlich. Also das heißt, in meiner Unverletzlichkeit liegt meine Sicherheit. Und der weitere Bogen ist, in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Da überspringen wir sogar die Unverletzlichkeit schon. Weil sie ihre Egos nicht schützen. Das heißt also, durch deine Verletzlichkeit schützt du dein Ego. Wenn du aber unverletzbar bist und wehrlos bist, dann schützt du dein Ego nicht mehr. Und dann kannst du auch das sein, was du wirklich bist. Also solange du dein Ego schützt, machst du das Ego wahr und machst dein Habenwollen wahr, machst dein Mangel wahr, machst das Elend wahr. Das ist alles wahr, was nicht wahr ist. Aber in dem Moment, wo du in die Wehrlosigkeit gehst, schützt du dein Ego nicht mehr und es kann endlich aufgehoben werden. Und sie somit nicht verletzen kann. Das heißt also, wenn du kein Ego hast, kannst du auch nicht verletzt werden, weil dann wirst du dir bewusst, ich bin reiner Geist und wie soll denn reiner Geist verletzt werden? Geht doch nicht, ist doch leer, ist doch Geist. Ist doch nur Geist, also da kein Widerstand. Ihre Hilfsbereitschaft ist ihr Lobpreis Gottes. Und er wird ihren Lobpreis erwidern. Weil sie so sind wie er und sie gemeinsam frohlocken können. Hier geschieht schon dieses, der eine Willen, der mit Gott geteilt wird. Hier ist dieses gemeinsames Frohlocken. Das heißt, also, Gott ist dann schon so bewusst in dir, dass du nicht aus dem Ego heraus so ein Pfadfinder bist, sondern dann ist das so ein, aus so einem Einssein heraus hilfreich zu sein. Der Heilige Geist, der ja auch eins mit Gott ist, handelt und spricht dann durch dich. Also du stellst deinen Kanal, deinen Geist, dem Heiligen Geist so zur Verfügung, dass er ihn voll und ganz nutzen kann. Also du bist voll eins, voll im Einssein. Gott geht hinaus zu ihnen. Also man sieht jetzt tatsächlich hier, wie Gott selbst hinausgeht zu ihnen, durch diese scheinbaren Traumfiguren. Und durchdringt sie. Und dieses Durchdringen, ja, das nehmen wir ja hier in unserem Feedback unten immer wieder, wird uns das ja immer wieder klar, da geschieht ein Durchdringen. Das geschieht jedoch im Geist. Wir glauben das immer noch, dass das im Körper geschieht. Denken wir, ja, der Körper fühlt sich jetzt irgendwie anders. Aber es ist ein Geisteszustand. Es ist ein Geisteswandel. Wir werden anderen Geistes. Gott geht hinaus zu ihnen und durchdringt sie und große Freude herrscht im ganzen Himmelreich. Was du bist, jetzt denken wir im Himmelreich, ja, da oben, nee, hier in dir, also du bist das Himmelreich, in dir herrscht diese Freude, also du empfängst oder drückst plötzlich diese Freude aus, was wir ja auch schon ebenso ansatzweise in dem Feedback so mitbekommen haben, da hat sich schon so die erste Freude gezeigt. Ganz leicht. Wenn es nur
leichtes Anheben der Mundwinkel ist, was automatisch passiert. Aber wenn sie denn mal da vollkommen ist, die Freude, naja, dann wird es schon ganz schön und fast kritisch. Jeder Geist, der anderen Geistes wird, mehrt diese Freude durch seine individuelle Bereitwilligkeit. Von dieser Bereitwilligkeit habe ich eben schon mal kurz gesprochen. Da gibt es aber auch nochmal auf der Seite 111, da kommen wir noch hin, so einen etwas ausgiebigeren Absatz darüber, einen sehr interessanten und sehr wichtigen Absatz. Diese kleine Bereitwilligkeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal fuschen und schon mal vorspringen. Muss aber nicht sein. Also mehrt diese Freude durch seine individuelle Bereitwilligkeit, an ihr teilzunehmen. Also du wirst also einfach bereitwillig, weil du spürst, da ist eine kleine Freude, da geschieht so ein Frohlocken in dir. Und du willst daran teilnehmen, ist doch klar. Du willst Teil von diesem Team sein, in diesem Freudeteam. Die wahrhaft Hilfreichen sind die Wunderwirkenden Gottes. Die wahrhaft Hilfreichen sind die Wunderwirkenden. Jetzt hammert. Hier wird es auf den Punkt gebracht, also hier. Die wahrhaft Hilfreichen sind die Wunderwirkenden Gottes. Du bist der Wunderwirkende Gottes, weil du der wahrhaft Hilfreiche bist. Also das wird ja hier gesagt. Du bist der Wunderwirkende Gottes, weil du jetzt dich gerade dafür entscheidest, wahrhaft hilfreich zu sein, eben auch wahrhaft wertlos zu sein. Naja, nimm das mal nicht so auf die leichte Schulter. Das bedeutet schon noch eine Führung. Und ja, wie wir es auch schon aus einigen Feedbacks gehört haben, da passiert auch schon mal so einiges, dass also tatsächlich jemand in deinem Leben auf dich trifft, der nicht die Bohne irgendwie was von Wehrlosigkeit wissen will, du aber sollst es dann schon sein und darfst es dann lernen. Und das ist dann eben okay, das ist dann unter der Führung des Heiligen Geistes, wird es eben dann trainiert, regelrecht. Das ist ein Training, ein Geistestraining, wie schon gesagt. Die ich anleite, jetzt, da kommt das Geistestraining, er leitet an, du bist unter der Führung des Heiligen Geistes, du wirst angeleitet, und daran ist nichts zu rütteln, auch wenn das einer nicht hören will, bis wir alle in der Freude des Himmelreichs vereinigt sind. Ich werde dich überall hinführen, so, also überall, wo du wahrhaft hilfreich sein kannst, aber den Plan hat ja der Heilige Geist, den hast nicht du oder das Ego, sondern der Heilsplan Gottes, der ist von Gott und wird durch den Heiligen Geist vollzogen. Deswegen führt er dich überall dorthin, wo du wahrhaft hilfreich sein kannst. Und das kann auch manchmal unangenehm sein, weil ja eben manche Situationen so sind, dass da jemand ganz schön knurrig sein kann und du aber dann in der Wehrlosigkeit bleiben darfst und das dann trainieren darfst. Und ich will jetzt da keine Angst mitmachen, es ist eben einfach so und das wissen wir auch, wir kennen das auch, es ist bereits schon so, es passiert schon. Also lerne es einfach, jetzt wahrhaft hilfreich und wahrhaft wehrlos zu sein und lass es einfach geschehen, was geschehen muss und bitte den Heiligen Geist immer um Führung. Und dann ist alles gut. Mehr kann da nicht passieren. Und zu jedem hin, der meiner Führung, hier steht es nochmal ganz klar, meine Führung durch dich folgen kann. Also er führt nicht nur dich, sondern er führt sogar auch den weiteren durch dich. So weit geht die Führung. Sie geht da nicht nur. Bleibt nicht bei dir hängen, die Führung, dass sie nicht zu Ende, sondern sie geht durch dich zu anderen weiter. Weil sie haben auf den Ruf gehört und erwidern ihn gerade, auch wenn sie noch so
im Widerstand sind, ja, glaube daran, dass dein Bruder in Wirklichkeit jetzt zu Gott kommen will. Das ist alles, was da passiert. Genau, so jetzt bis hierhin, Nummer 8, fertig. Kapitel, Unterkapitel 7, Schöpfung und Kommunikation, auch fertig. Verbinden im Geist. Dann kommen wir zur letzten Feedback-Runde. Thomas, ich schalte dich auf laut. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich gut. Ja, mit dieser Harmlosigkeit muss ich rückwirkend sagen, dass ich da schon einige harte Aufgaben hatte, wirklich auch dauerhaft harte Aufgaben. Und es hat sich aber in letzter Zeit alles ein bisschen viel ruhiger geworden. Bin ich auch sehr, sehr dankbar drum. Aber ich habe auch gemerkt, dass ein paar Aufgaben noch da sind, die noch zu lösen sind. Und ja, es ist halt auch ein bisschen eine harte Nummer, dieses scheinbare Leben, aus dem man lernen muss, wieder rauszukommen. Also da irgendwie mit Vergebung und ruhig bleiben und ja, es ist manchmal nicht ganz so einfach, diese Leiter hochzusteigen. Es ist kein Aufzug, wo man reinsteigt, glaube ich. Ja, aber das ist der Weg und ich fühle mich gut und ich bin bereit und es geht vorwärts. So fühle ich mich im Moment. So ein bisschen wieder eine Aufgabe gesehen zu haben, die dann sicherlich in irgendeiner Form kommen wird. Und ja, das ist gut. Und der Weg ist klar. Der Weg ist so ein bisschen, ja, ist das, was du gerade formuliert hast. Es ist hart, aber es ist gut. Ja, ich bin bereit. Ob das jetzt irgendwie gelingt oder wie auch immer, und weiß ich nicht. Aber ich, ja, wird mich bemühen. Ja, prima. Danke. Danke für dein Feedback. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und mit deinem Feedback. Ja, vielen Dank für das Verbinden im Geist und wir kommen zu dem nächsten Feedback. Und zwar Brigitte, ich schalte dich jetzt auch hier auf. Brigitte, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Also müssen die Brigitte erstmal überspringen, die ist da noch einer anderen Sphäre. Dann kommen wir erstmal zur Sabine. Sabine. Ah, du hast mich schon aufgehoben. Ja, ich spüre schon so ein bisschen die Wahrheit daran, auch als Schwere und gleichzeitig als Leichtigkeit und aber auch nochmal als Verstärkung diese Hundertprozentigkeit. Und dieses nochmal ein Winkelchen und nicht an irgendeinem Punkt dann doch sagen, oh, ich will mich nicht mehr damit befassen, sondern das dann immer aufheben, bis der Arzt kommt, aufheben lassen, bis der Arzt kommt, Heiliger Geist. Immer, 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 immer und nicht einmal auslassen. Dieses niemals müde werden, das zu tun, das ist jetzt so sehr präsent gewesen während deiner Erklärung, Andreas, und auch bei euren bisherigen Feedbacks dazu. Danke.
Ja, danke. Sabine, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Vielen Dank für das Feedback und vielen Dank für die Verbindung im Geist. Und wir kommen zur Nihira, zu dem Feedback von Nihira. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? So, jetzt habe ich es aufs richtige Knöpfchen gedrückt. Ah, ja, also es ist sehr entspannend. Also ich fühle irgendwie, wie diese Entspannung so immer tiefer sich ausbreitet. Und da sind eigentlich keine Gedanken, während du so erklärt hast. Da habe ich so hier und da mal an Situationen gedacht, auch an die Situation gestern. Aber das ist auch immer gleich wieder verschwunden, so abgetaucht. Ja. Es ist einfach ruhig, friedlich. Ja, dann verbinden wir uns auch mit deinem Feedback einige Sekunden lang. Ja, vielen Dank für die Verbindung im Geist. Kommen wir nochmal zur Brigitte. Brigitte, bist du mittlerweile, weilst du wieder unter uns? Oder? Naja, sieht noch so aus, wenn sie noch ein bisschen abgetaucht ist. Machen wir erstmal mit meinem Feedback weiter. Ja, ich freue mich darüber. Also mir ist auch so gerade nochmal im Geist so nochmal viel gezeigt worden. Das ist ja auch immer dann ein Spiegel, was wir da so sehen. Und ich darf mich dann ja auch immer fragen, wow, bin ich immer noch so, ne? Was ich da so sehe in dem anderen, na, ist das wirklich so schlimm noch und so? Dann kann man echt nochmal überlegen, okay, dann ja, nochmal, ich möchte einfach der Führung des Heiligen Geistes, ich möchte noch mehr hinhorchen und noch mehr in meine Harmlosigkeit, in meine Wehrlosigkeit kommen, weil ich sehe ja da offensichtlich in meinem Bruder, dass es irgendwie noch nicht so ist. Und es kann ja nur da was von mir gezeigt werden. Wenn ich nur Frieden sehe, dann bin ich schon irgendwie richtig unterwegs. Aber wenn ich doch immer noch so viel Weigerung und Abwehr sehe und mir immer noch auch von einem Bruder im Außen so viel mitgeteilt wird, von Ungerechtigkeit oder sonst was, dann muss ich mir wirklich, muss ich dann wirklich auch nochmal in mich gehen und gucken, inwiefern glaube ich denn da immer noch diesen Gedanken, die da mir vom Ego angeboten werden? Oder wie gut kann ich da mittlerweile dran vorbeigehen und mich nicht davon versuchen lassen? So, das ist für mich jetzt so nochmal so klar geworden an dieser Stelle und bin dafür dankbar. Und wir verbinden uns einige Sekunden im So, letzter Versuch, Brigitte. Ah, da kommt sie. Oh. Hallöchen. Ja, hallo, ich bin mal wieder irgendwo gewesen. Im Himmel unterwegs, ja. Ja, so ungefähr. Na, ich wollte dich auch nicht stören.
Ja, und ja, jetzt. Ja, ich möchte es jetzt weiter noch so aufrechterhalten. Mach das. Ganz entspannt. Ja. Es geht dir also ganz gut da drin. Okay. Genau. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dir in diesem Feedback. Ja, die Katze gibt auch ihr Feedback nochmal ab. Wunderbar. Dann hatte ich so die Idee, also vielen Dank für die Verbindung im Geist. Dann hatte ich so die Idee, wir hatten ja gestern so eine Aufgabe für den Tag gehabt. Da ging es ja darum, Haben und Sein ist im Himmel dasselbe. Immer wenn wir dann so dieses Gefühl haben, ah, jetzt ist irgendwas ungerecht oder irgendwas läuft hier nicht ganz sauber ab, dass wir dann uns vom Heiligen Geist so das geben sollen. Und ich würde da gerne auch eine Feedbackrunde zu machen, aber es ist jetzt natürlich von der Zeit her nicht mehr möglich. Ich habe ja auch schon überzogen. Aber ich würde das gerne halt dann vielleicht morgen machen, anstatt zwei Absätze durchzusetzen, dass wir dann in der zweiten Hälfte dann einfach mal so eine Aufgabe für den Tag einfach auch mal hier so in der Runde live mal so Feedback dazu abgeben, wie es uns damit gegangen ist, wenn das überhaupt geht, wenn wir da nochmal dran. Andreas, ja? Hörst du mich? Ich habe, ich muss morgen früh mit dem Zug nach Norddeutschland und komme am, also ich bin unterwegs, ich weiß nicht, wie das geht, ob ich da überhaupt teilnehmen kann im Zug, ob mit, zumindest hören oder so. Ja. Und muss zum Bahnhof und da ist allerhand Gewirbel und weiß jetzt nicht, ob ich die nächsten drei Tage dabei sein kann. Ich glaube eher nicht. Also ich guck, was geht. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja, probier mal aus. Also hier sind einige öfter mal irgendwie in irgendwelchen Bahnen oder Zügen unterwegs und nehmen ja teilweise teil und das geht schon. Und vielleicht einfach nur hören oder so, wenn das Internet da ist, ne? Genau. Ich guck mal. Super, danke. Klasse, vielen Dank. Gut, dann möchte ich auch das heutige Meeting jetzt beenden und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.